Wir wollen das Thema der Berechnung von kürzesten Wegen in Graphen noch einmal aufgreifen. Und zwar habe ich das heute mal genannt, oder möchte ich das heute nennen, kürzeste Wege ohne große Umwege. Und wir gucken zunächst noch mal auf den Algorithmus von Dijkstra, wenn wir beispielsweise ein typisches Wegfindungsproblem lösen oder bearbeiten möchten. Beispielsweise möchten wir möglichst schnell von Osnabrück nach München reisen, und da schauen wir uns mal an, wie das mit dem Algorithmus von Dijkstra, den ich hier nochmal eingeblendet habe, wie das funktioniert. Kurz zur Erinnerung, der Algorithmus von Dijkstra ermittelt Abstandswerte, das ist diese Tabelle D, Abstandswerte für Knoten, die zum Terminierungszeitpunkt des Algorithmus genau die Länge des kürzesten Weges von dem Startknoten zu diesem jeweiligen Knoten angeben. Ja, initialisiert wird dieses Feld D für den Startknoten mit dem Wert 0, für alle übrigen Knoten mit dem Wert unendlich oder einem Wert, der größer als alle vorkommenden Weglängen ist. Und dann bearbeiten wir im Prinzip eine Menge T, initial bestehend aus allen Knoten, für die diese Tabelle oder dieser Tabellenwert, dieser Abstandswert D bislang noch unbestimmt ist. Ja, und mit Hilfe dieser Greedy-Strategie wird zu jedem Zeitpunkt immer ein Knoten aus dieser Knotenmenge T ausgewählt, für die das bisher ermittelte D minimal ist. Und dann wird über diese Minimumberechnung des bislang ermittelten Wertes für die benachbarten Knoten, des bislang ermittelten Abstandswertes sowie der Wert des vorhergehenden Knotens U, das ist derjenige, den wir halt jetzt hier in der jeweiligen Iteration auswählen, plus die Kanten, das Kantengewicht von U nach V, so wird dieser neue Abstandswert für den Knoten V berechnet. Ja, am Ende des Algorithmus ist sichergestellt, dass für jeden Knoten, der die Länge eines kürzesten Weges von dem Startknoten berechnet wurde. Ja, was passiert, wenn wir diesen Algorithmus anwenden auf das Wegfindungsproblem, beispielsweise in einem solchen Graphen, klar strukturierter Gittergraph, bestehend aus den Knoten von A, im Prinzip einmal das ganze Alphabet durchgehend, bis zu einem Zielknoten. Wir starten in der Mitte hier und alle Kanten haben die Länge 10. Da wollen wir uns mal anschauen, was passiert, wenn wir auf diesen Graphen den Dijkstra-Algorithmus anwenden. Ich habe hier oben sozusagen mit dieser kleinen Ziffer, die jeweils in jedem Knoten dann erscheinen wird, ist der Abstandswert D angegeben. Die Farbkodierung ist wie folgt. Orange sind die Knoten, die bislang noch nicht entdeckt wurden. Gelb sind die Knoten, die bereits entdeckt wurden, aber noch zu bearbeiten sind. Das ist zum Startzeitpunkt nur der Startknoten. Ja, und grün werden die Knoten sein, die vollständig bearbeitet wurden. Okay, wenn wir jetzt von dem Startknoten aus loslaufen, dann würde der sozusagen in einer Schleife zunächst mal all seine Nachbarn besuchen oder entdecken, daher die gelbe Farbkodierung. Der Abstandswert, der bis dahin ermittelt wurde, entspricht in diesem Fall ausgehend von dem Startknoten jeweils dem entsprechenden Kantengewicht. Das heißt, jeder dieser vier Knoten würde den Wert 10 bekommen. Als nächstes wird nun einer dieser Knoten ausgewählt. Ich habe jetzt hier einfach mal den Knoten L, den hier oben ausgewählt, das ist derjenige, der als nächstes ausgewählt wird. Auch der würde dann seine Nachbarn im Prinzip entdecken, diese entsprechend gelb färben, und er selbst wäre, nachdem sozusagen alle seine Nachbarn entdeckt wurden, bekommt er den Zustand vollständig bearbeitet. Gleiches ist auch zuvor schon mit dem Startknoten hier passiert. Ja, der nächste Knoten, der ausgewählt wird, ist jetzt einer derjenigen mit dem kleinsten bisherigen Abstandswert. Dafür haben wir jetzt drei Kandidaten. L mit dem Abstandswert 10 ist bereits vollständig bearbeitet. Wir haben noch den Knoten H mit Abstandswert 10. Wir haben den Knoten O mit Abstandswert 10. Und wir haben den Knoten S mit Abstandswert 10.
Ich habe jetzt mal hier den Knoten H ausgewählt. Ja, auch der würde wiederum seine Nachbarn entdecken. Der käme jetzt neu dazu. Der käme neu dazu. Dieser Knoten G war vorher schon durch L entdeckt. Da ändert sich nichts. Diese bekommen jeweils entsprechend das als Gewicht oder als Abstandswert den Abstand des entdeckenden Knotens. In diesem Fall war das ja H mit dem bisherigen Abstand 10 plus dem Gewicht dieser Kante. Das heißt, hier für das I tragen wir beispielsweise 20 an. Gleiches gilt für C. Es gibt weiter noch Knoten mit bisherigem Abstand 10. Das ist einmal der Knoten O, das ist einmal der Knoten S. Einer dieser beiden würde als nächstes ausgesucht werden. Ich habe mal hier den Knoten O verwendet. Ja, auch O entdeckt neue Knoten. Das ist einmal dieser Knoten T, das ist der Knoten P. Beide bekommen aus den genannten Gründen, die wir eben schon hatten, beim Knoten I und C als bisherigen Abstand den Wert 20. Ja, der nächste Knoten, der bearbeitet wird, ist dieser hier. Das ist derjenige mit dem bislang geringsten Abstand. Das ist die 10. Auch von diesem aus würden wir einen neuen Knoten entdecken, nämlich diesen hier. Und jetzt haben wir eine ganze Reihe von Knoten. Alle die, die bislang gelb eingefärbt sind, haben als bisherigen Abstand den Wert 20. Das heißt, einer von diesen würde nun ausgewählt werden. Die Reihenfolge ist jetzt in der generischen Formulierung von dem Dijkstra nicht festgelegt. Ich habe jetzt hier beispielsweise den Knoten G ausgewählt, der dann als neue Knoten entdeckt den Knoten B, den Knoten F und diese bekommen als Abstand den Wert von G, also 20 plus das Gewicht der Kante von G nach F beziehungsweise das Gewicht der Kante von G nach B, jeweils mit dem Wert 10. Das heißt, wir erhalten hier den Abstand 30. Ja, nach und nach würden jetzt die Knoten mit dem Abstand 20 bearbeitet werden. Es würden weitere Knoten entdeckt werden. Auch diese bekommen alle den Wert 30. Ja, das ist diese Breitensuche, die im Dijkstra verwendet wird. Als nächstes der Knoten C. Und das machen wir so weiter, bis wir vielleicht auf diese Situation hier treffen, dass nahezu alle Knoten bearbeitet sind. Wir haben jetzt einige mit Abstandswert 30. Wir haben Abstandswert 40 hier in der Ecke. Der Zielknoten ist noch nicht entdeckt. Ja, und jetzt würde beispielsweise an dieser Stelle ein weiterer Knoten, auch das ist nicht festgelegt, einer von diesen beiden würde ausgewählt werden. Beispielsweise dieser hier, der Knoten Z, würde das Ziel entdecken. Ja, aber das ist sozusagen bislang nur eine obere Abschätzung für die Kosten oder für den Abstand des Zielknotens zum Start mit dem Wert 40. Wir können an dieser Stelle noch nicht aufhören. Ja, wir müssen auch die übrigen noch untersuchen. Und was würde passieren? Wir würden den bearbeiten. Wir würden jetzt einen der Knoten mit dem Wert 40 bearbeiten. Ja, das wäre jetzt unglücklicherweise beispielsweise der Knoten A hier oben, dann der Knoten E, dann der Knoten V und ganz zum Schluss der Knoten, der Zielknoten. Ja, erst jetzt können wir sicher sein, wenn wir auch diesen vollständig bearbeitet haben, ja, dann ist sozusagen der kürzeste Weg von dem Start zum Ziel ermittelt und in diesem Fall wäre das der Abstand 40. So, wenn wir das mal übertragen auf ein Wegfindungsproblem oder auf die Suche nach einem kürzesten Weg, wie man das tagtäglich beispielsweise im Straßenverkehr vorfindet, dass ich beispielsweise mein Navigationsgerät anschalte und den Weg bestimmen möchte von Osnabrück nach München. Ja, wenn wir sozusagen das jetzt mal mit dem Dijkstra lösen würden, was würde da passieren? Ja, wir würden hier in Osnabrück starten. Da würden wir sozusagen um Osnabrück herum einige Knoten, da hängt es jetzt davon ab, wie sozusagen diese Landkarte modelliert ist, sagen wir mal die umliegenden Städte von Osnabrück, die halt über Straßen zu erreichen sind, die würden jetzt sozusagen entdeckt werden, genauso wie wir das eben gerade bei diesem Gittergrafen gesehen haben. Der Kreis sozusagen der Städte, die entdeckt würden, der würde immer etwas größer werden und das Ganze würde um Osnabrück herum passieren. Ja, auch die Regionen beispielsweise,
bei denen man sich von München entfernt, indem man beispielsweise in die nördliche Richtung fährt und in die nordwestliche Richtung fährt, ja, auch die würden im Sinne des breiten Suchansatzes von Dijkstra entdeckt werden. Ja, das Gleiche, was eben bei dem Gittergrafen passiert, würde ja auch passieren. Ja, sozusagen der Kreis der Knoten oder die Menge der Knoten, die entdeckt würden, die würde immer größer werden. Ja, und das Ganze möglichst gleichmäßig um Osnabrück herum. Ja, Schritt für Schritt würde die Menge der entdeckten Knoten und vollständig bearbeiteten Knoten vergrößert werden. Und auch hier das Gleiche wie eben. Einige Zeit später hätten wir vielleicht diese Situation. Ja, wir haben zwar die ganzen nord- oder ostfriesischen Inseln bereits entdeckt, aber in München sind wir noch nicht angekommen. Das heißt, man würde weitermachen. Dieser Kreis der entdeckten Städte um Osnabrück herum würde weiter wachsen. Und irgendwann wäre man dann sozusagen tatsächlich dort angekommen, wo man wirklich hin möchte. Ja, auch München würde erkundet werden. Ja, und irgendwann findet der Algorithmus dann zu seinem Ende und kann einem den Weg und die Weglänge von Osnabrück zu dem Zielort München bestimmen. Das Ganze ein wenig mühselig, ja, und darum jetzt sozusagen der Teil kürzeste Wege ohne große Umwege und der Algorithmus, mit dem sich diese ja, unnötige Arbeit vermeiden lässt, ist der A-Stern-Algorithmus, 1968 vorgestellt. Und die Idee von dem A-Stern-Algorithmus ist die folgende. Ja, bei dem Dijkstra-Algorithmus, da haben wir von einem Knoten zu allen übrigen Knoten die Abstände bzw. damit auch dann die Wege ermittelt und dabei aber nicht ausgenutzt, dass wir irgendwelche Kenntnisse über die Netztopologie oder die Struktur des Graphen mit einfließen lassen. Das ist nun beim A-Stern-Algorithmus ein wenig anders. Da ist der Ansatz, dass man versucht, das Ziel möglichst schnell zu erreichen, ja, keine Umwege macht, also beispielsweise mit Blick auf die Deutschlandkarte, die wir eben hatten, als wir von Osnabrück nach München reisen wollten, dass wir im Prinzip den Teil, also Nordwestdeutschland, nördliche Richtung, nordwestliche Richtung, westliche Richtung weglässt, weil uns das nicht näher in Richtung des Ziels bringt. Ja. Das heißt, der A-Stern-Algorithmus, es handelt sich hierbei um ein informiertes Suchverfahren, so nennt man das, indem wir nämlich zusätzliche Kenntnis bei der Auswahl des nächsten zu bearbeitenden Knoten mit einfließen lassen. Und zwar verwendet man hierfür eine sogenannte Schätzfunktion, die jedem Knoten eine reelle Zahl zuordnet. Und darunter verstehen wir eine Heuristik, also eine Abschätzung, wie weit der Knoten ungefähr vom Ziel entfernt ist. Ja, und das werden wir jetzt in die Knotenauswahl bei dem Dijkstra mit einfließen lassen. Gucken wir uns das nochmal ganz kurz an bei dem Dijkstra, diese Suchstrategie. Da sieht es so aus, wenn wir von dem Startknoten aus loslaufen, ja, dann gehen wir im Sinne einer Breitensuche sozusagen in alle möglichen Bewegungsrichtungen gleichförmig aus. Ja, das heißt, man breitet sich im Prinzip so kreisförmig aus, je nachdem, wie halt Verbindungen zwischen den Knoten dabei stehen. Ja, das ist jetzt hier entsprechend angedeutet durch eine Menge von ausgehenden Kanten oder Pfeilen. Ja, und man sozusagen kreisförmig um den Startknoten irgendwann dann beim Zielknoten endet. Das ist jetzt beim A-Stern-Algorithmus anders. Ja, da ist die Suchstrategie, dass man versucht, die Nähe oder die Entfernung zum Zielknoten abzuschätzen, ja, und sozusagen immer als nächstes den Knoten auswählt, bei dem sich bezüglich des Abstandes da nicht nur eine Verbesserung ergibt, sondern dass sozusagen der geschätzte Abstand von einem Knoten bis zum Ziel halt möglichst klein ist. Ja, einige Bemerkungen zu dieser Schätzfunktion. Ich hatte es gerade schon gesagt, mithilfe dieser Schätzfunktion H wird der nächste auszuwählenden Knoten bestimmt und wir wählen dann denjenigen, der den geringsten Abstand zum Ziel besitzt. Wir verwenden auch weiterhin dieses Abstandsfeld D, wie wir das im Algorithmus von Dijkstra verwendet haben. Ja, und zusätzlich zu diesem Abstandswert D gibt es halt jetzt die Abschätzung, ja, für den Weg von V zum Ziel.
Und beides kombinieren wir jetzt als Bewertungsfunktion für den nächsten auszuwählenden Knoten. Ja, bei dem Dijkstra hat man immer als nächsten Knoten den verwendet, der den bislang geringsten Abstand vom Start besitzt. Ja, und jetzt verwenden wir eine neue Bewertungsfunktion, indem wir nämlich die Summe betrachten, ja, von d von v plus h von v. Das heißt, d von v ist ja der Abstand von Start zum Knoten v und h von v ist die Schätzung vom Knoten v zum Ziel. Ja, und das sozusagen dieser f-Wert, derjenige mit dem geringsten f-Wert, das wird jetzt der nächste auszuwählende Knoten in unserem Algorithmus sein. Ja, wenn man mit einer monotonen Heuristik arbeitet oder einer konstanten Heuristik besser gesagt, also beispielsweise, dass h von v gleich 0 ist für alle Knoten, was passiert dann? Dann hat man genau den Algorithmus von Dijkstra. Das heißt, dann entspricht der A-Stern-Algorithmus dem Algorithmus von Dijkstra. Ja, wie findet man geeignete Schätzfunktionen? Na, wir nennen eine Schätzfunktion h zulässig, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist. Ja, das h von v ist immer größer 0 und es ist immer kleiner gleich dem tatsächlichen Abstand von v zu z. Das heißt, h von v überschätzt nie. Es ist immer sozusagen von unten eine Annäherung an den Abstand vom Knoten v zum Knoten z, also zum Ziel. Und für das Ziel selbst gilt immer, dass der Wert der Schätzfunktion gerade gleich 0 ist. Wenn wir uns wieder das Wegfindungsproblem beispielsweise hier auf der Landkarte anschauen, ja, was fällt einem da als erstes ein für eine Abschätzung für den Weg, der ja über Straßen von Osnabrück nach München führen soll? Naja, die allereinfachste Idee wäre sicherlich, dass man die Luftlinie verwendet. Also den direkten Weg, eine direkte gerade Linie von Osnabrück zu Zielort München. Das ist nun der A-Stern-Algorithmus, der auf einem Graphen G mit Kantengewichtung W den kürzesten Weg von einem Startknoten S zu einem Zielknoten Z ermittelt. Er geht ganz ähnlich vor wie der Dijkstra-Algorithmus. Auch hier erfolgt eine Initialisierung. Ja, des Abstandswertes oder des Abstandsfeldes d. Ja, wir initialisieren d von s mit 0 für alle übrigen Knoten mit unendlich oder einem Max-Int-Wert beispielsweise. Gleiches passiert für das Feld f. Das ist die Bewertungsfunktion, anhand derer wir den nächsten Knoten auswählen. Ja, zu Beginn nehmen wir den Startknoten s in die Menge unserer zu bearbeitenden Knoten auf. Ja, diese Menge wird im Laufe des Algorithmus gefüllt, ja, und die Knoten, die vollständig bearbeitet werden, die werden hier wieder entsprechend entfernt. Man wählt den nächsten Knoten aus T aus, in den man denjenigen mit minimaler Bewertungsfunktion, diese Bewertungsfunktion war ja gerade die Summe aus D plus H, und wenn man den Zielknoten gefunden hat, dann terminiert das Verfahren, dann hat man einen kürzesten Weg gefunden und ansonsten guckt man sich für alle adjazenten Knoten v zu u an, einmal die Fortschreibung des Abstandes von dem Startknoten zum Knoten v sowie die Bewertungsfunktion f jeweils als eine Minimumberechnung des bisherigen Wertes. Ja, für den Abstand kommt jetzt sozusagen die zuletzt besuchte Kante mit hinzu. Ja, also man nimmt den Abstand von d plus die Kante von u nach v, und für die Bewertungsfunktion bildet man jetzt auch genauso diesen Abstand vom Startknoten zum Knoten v und der geschätzte Wert von v zum Zielknoten, der ja durch die Funktion h repräsentiert wird. Ja, und wenn das gemacht wurde, dann nimmt man v in die Menge der zu bearbeitenden Knoten auf. Ja, und das ist im Prinzip schon der ganze Algorithmus. Und auch für diesen Algorithmus wollen wir uns einmal anschauen, wie das in diesem Gittergraphen, das Beispiel, was wir eben zuvor schon hatten, wie das funktioniert. Auch hier wieder ausgehend von unserem Startknoten wollen wir einen Weg finden, den kürzesten Weg zu unserem Zielknoten hier unten. Gleiches Spiel wie eben.
Orange sind die Knoten, die noch nicht entdeckt wurden. Gelb sind die Knoten, die bereits entdeckt wurden, aber noch zu bearbeiten sind. Und grün werden die Knoten markiert, die vollständig bearbeitet sind. Als Schätzfunktion, ja, was bietet sich als Schätzfunktion hier an? Da nimmt man einfach die Luftlinie, genauso wie wir das eben bei der Landkarte haben. Und in so einem Gitter kann man das ausdrücken als die euklidische Distanz. Das heißt, man nimmt einfach diese direkte Verbindung zwischen, in diesem Beispiel, H und dem Zielknoten. Lässt sich einfach ermitteln aus der Weglänge dieses Wegstückes sowie der Weglänge dieses Wegstückes. Ja, fangen wir an. Ausgehend vom Startknoten gucken wir uns die adjazenten Knoten an. Das sind die Knoten H, L, S und O. Und ich habe jetzt hier in den Knoten markiert, man sieht das vielleicht hier unten ganz gut, der Wert unten links, das ist der bisher ermittelte Abstand bis zu diesem Knoten, also der ermittelte Abstand vom Startknoten bis zu diesem Knoten. Der Wert hier unten rechts, das ist der Wert der Schätzfunktion, das heißt die Luftlinie von diesem Knoten bis zum Ziel. Das lässt sich bei diesem Gittergrafen einfach anhand der Koordinaten direkt ermitteln. Und der Wert hier oben, das ist der Wert der Bewertungsfunktion, also einfach die Summe von D und H für diesen Knoten. Was ergibt sich da? Naja, wir haben jetzt jeweils den Abstand vom Startknoten mit jeweils 10 und der Wert der Schätzfunktion, das ist gerade diese euklidische Distanz oder die Luftlinie von hier nach hier, vielleicht damit man das einfach beispielhaft mal sieht. Für den Knoten H, das wäre einfach die Luftlinie, wäre ganz nach dem Satz von Pythagoras, ja, 30 zum Quadrat plus 20 zum Quadrat, daraus die Wurzel und das ist halt gerade ungefähr 36,1. Der nächste Knoten, der jetzt ausgewählt würde, ist derjenige mit dem geringsten F-Wert, also dem Wert, der hier jeweils oben eingetragen ist. Die beiden Kandidaten, die da in Frage kommen, sind die Knoten O bzw. der Knoten S, jeweils mit 32,4. Ich habe jetzt mal hier den Knoten S ausgewählt und auch dieser würde sozusagen wieder neue Knoten entdecken. Jeweils fortgeschrieben wird entsprechend der Wert für den Abstand D sowie diese Schätzfunktion. Es ergibt sich als jetzt bislang günstigster Knoten der Knoten O mit dem Wert von 32,4, ja, der ist immer noch günstiger als der Wert, ja, weil ich hier im Prinzip nur 10 brauche, um hier hinzukommen, plus der Abstand. Ja, hier habe ich, obwohl der jetzt entsprechend näher liegt, das erkennt die Maschine natürlich nicht sofort, ja, sie ermittelt sozusagen den bisherigen Wert 20 plus der direkte Abstand, die Luftlinie mit 14,1. zu 34,1. Der Wert ist günstiger hier und das ist der nächste Knoten, der ausgewählt wird. O wird ausgewählt, auch es hier werden wieder neue Knoten entdeckt. P beispielsweise, Abstand bislang 20. Schätzwert für den Weg bis zum Ziel sind 20. Und der nächste Knoten, der ausgewählt wird, ist der Knoten T mit dem Wert 34,1. Als Summe des bisherigen Abstandes sowie der geschätzten Entfernung bis zum Ziel. Der wird als nächstes ausgewählt werden. Auch dieser wiederum entdeckt neue Knoten. Ja, der nächste Knoten, der jetzt ausgewählt wird, dafür gibt es jetzt mehrere Kandidaten. Wir haben insgesamt 4 Knoten mit einem F-Wert von 40. Das ist der Knoten P, das ist der Knoten U, das ist der Knoten Y, das ist der Knoten Z. Ja, hier ist jetzt mal ausgewählt der Knoten Y, auch der entdeckt wieder neue Knoten. Es verbleiben 3 weitere Knoten mit einem F-Wert von 40, Knoten P, U und Z. P wird ausgewählt, das Spiel setzt sich sofort, Z wird ausgewählt, U wird ausgewählt. An dieser Stelle hätte auch das Ziel direkt schon ausgewählt werden können. Der Algorithmus sieht das natürlich nicht, darum kommen wir erst jetzt dazu, dass das Ziel ausgewählt wird. Der Knoten ist bearbeitet und wir können die Bearbeitung insgesamt beenden. Wir haben einen Weg gefunden mit Weglänge 40, das ist der Wert, der jetzt hier oben drin steht.
Genauso wie wir das bei dem Dijkstra-Algorithmus haben, könnten wir uns auch immer sozusagen den Vorgängerknoten speichern in einem jeden Knoten, um dann einen solchen Weg auch zu erkennen. Hier beispielsweise haben wir den Knoten jetzt gefunden, ich glaube über den Knoten Z. Und je nachdem, wie diese Knoten entdeckt wurden, kann man so halt entsprechend auch einen Weg, und zwar nicht nur die Weglänge, sondern auch den Weg mit speichern. Einige Gedanken zur Korrektheit des A-Stern-Algorithmus. Grundlage ist dieses Optimalitätsprinzip für kürzeste Wege. Und zwar gilt das folgende: Wenn G ein gerichteter Graph mit der Eigenschaft, dass jeder geschlossene Kantenzug positive Länge hat, es also keine negativen Kreise gibt, und wenn es zwei Knoten S und Z aus V gegeben sind, dann gilt das folgende Prinzip, dass der Abstand zwischen S und Z, das ja definiert ist als die Länge eines kürzesten Weges von S nach Z, dass das identisch ist zu der Summe der Abstände zwischen S und V, beziehungsweise zwischen V und Z, wobei V ein beliebiger Knoten auf dem kürzesten Weg W von S nach Z ist. Ja, das werden wir an anderer Stelle nochmal beweisen, dass diese Gleichung hier erfüllt ist. Und das wird benötigt. Die Korrektheit des A-Stern-Algorithmus folgt nun aus dem folgenden Lemma. Und zwar besagt das Lemma das folgende: Wenn H eine zulässige Schätzfunktion ist, S ist der Startknoten und Z der Zielknoten. Ja, wir suchen also einen Weg von S nach Z. Und zwar ist die Aussage, dass zum Zeitpunkt, an dem Z in die Menge T aufgenommen wird, die Menge T ist die Menge der zu bearbeitenden Knoten. Und wenn dann gilt, dass dz kleiner ist als das Minimum von dj plus hj für alle Knoten j in t, ja, wenn diese Ungleichung erfüllt ist, dann gilt bereits, dass dz dem Abstand von s nach z entspricht. Ja, um die Gültigkeit dieses Lemmas zu beweisen, können wir die folgende Überlegung anstellen. Wir gucken uns mal an einen kürzesten Weg, es sei W gleich, und zwar ein kürzester Weg von S, da sei mal Knoten V1 über V2 bis VK, was wiederum unser Knoten, unser gewünschtes Ziel Z ist. Es sei W ein kürzester Weg von S nach Z, und es sei ferner B die Menge der bereits entdeckten Knoten. Das heißt, für x aus b ist bereits ein Weg von s nach x gefunden. Das muss nicht notwendiger der kürzeste Weg sein, aber es ist zumindest ein Weg gefunden. Ja, nach dem Optimalitätsprinzip gilt nun das Folgende, dass für jeden Knoten auf diesem Weg der Abstand zwischen diesem Knoten und dem Zielknoten gerade die Summe der Kantenkosten auf dem Rest dieses Weges ausgehend vom Knoten VI ist. Das heißt, Kantenkosten von VJ bis VJ plus 1. Nachdem S aus der Menge der noch zu bearbeitenden Knoten T entfernt wurde, ja, das ist unsere Menge T. Was gilt da? Da gilt das Folgende, dass d, der Abstand, der bisher ermittelte Abstand für den Knoten V2, dass das gerade dem Abstand von V2 nach Z ist. Das sei jetzt VJ der erste Knoten auf dem Weg W, der noch nicht aus T entfernt wurde. Was gilt dann? Nun, dann gilt, dass der bisher ermittelte Abstand, dass das gerade dem tatsächlichen Abstand vom Startknoten bis zu diesem Knoten VI ist. Und zwar für alle i von 1 bis j. Denn W ist ja ein kürzester Weg. Das war ja unsere Grundannahme, von der wir ausgegangen sind. Und jetzt sei W1 der Anteil von W vom Startknoten S zu diesem Knoten VJ. Das heißt, wir haben
Also hier unseren Knoten S, hier haben wir unser Z, hier irgendwo haben wir unser VJ, dann ist das irgendwie der Weg von S nach VJ und von VJ, ja, das Ganze sei unser Weg W. Ja, das ist jetzt W1, das werden wir mit W2 benennen. Also es sei W1 der Teilweg von W von S nach J und W2 der Restweg. So, dann gilt das Folgende, dass nämlich die Kosten des Weges W, das ist ja gerade die Summe der Kosten von W1 plus die Summe der Kosten von W2. So, das ist, da W ein kürzester Weg ist und aufgrund des Optimalitätsprinzips ist das erstmal gleich SVJ minus 1. Ja, VJ ist der erste Knoten, der noch nicht aus T entfernt wurde, ja, und der Knoten davor, für den können wir den Abstand angeben, plus die Kosten der Kante VJ minus 1 VJ, ja, das ist sozusagen der Teil hier, plus die Kosten für das zweite Wegstück. So, das ist aber gerade der Wert, den wir jetzt für J, in den Knoten VJ-1 ermittelt haben, plus die Kosten der Kante VJ-1 bis VJ. Und das da hinten, das Stückchen, das können wir auch abschätzen, oder das ist identisch mit dem Abstand von VJ bis Z. Ja, auch das, W ist ein kürzester Weg. Ja, und dann gilt für jeden Knoten, dass die Wegstücke bis zu diesem Knoten und ab diesem Knoten, dass die halt auch minimal sind. So, und das können wir jetzt abschätzen wie folgt. Das ist größer oder gleich VJ plus dem Teil hinten dran, VJ bis Z. Ja, das gilt seit dem VJ minus 1 bearbeitet wurde im Algorithmus. Das wiederum gilt oder ist größer oder gleich dvj plus h von vj, ja, unsere Schätzfunktion, wegen der Zulässigkeit von h, ja, die unterschätzt immer nur, die ist also immer kleiner gleich dem exakten Abstand. Ja, und das ist größer als dz. Und damit sind wir fertig. Und das vorhergehende Lemma liefert uns dann auch die Korrektheit des A-Stern-Algorithmus. Und zwar, wenn G ein Graph mit nicht negativer Kantenbewertung ist und H eine zulässige Schätzfunktion, dann bestimmt der A-Stern-Algorithmus einen kürzesten Weg vom Start zum Zielknoten. Eine direkte Konsequenz aus dem vorhergehenden Lemma. Ja, was sind die Herausforderungen bzw. die Eigenschaften des A-Stern-Algorithmus? Ja, die Herausforderung ist, dass man eine zuverlässige und konsistente Schätzfunktion H verwendet. Ja, und die Eigenschaften des A-Stern-Algorithmus lassen sich formulieren. Zunächst mal ist er vollständig, das heißt, falls eine Lösung existiert, so wird diese auch gefunden. Ja, das ist genauso wie beim Dijkstra-Algorithmus. Er ist optimal. Es wird immer die optimale Lösung gefunden. Gibt es mehrere, wird eine davon gefunden. Und es gibt keinen Algorithmus, der die Lösung unter Verwendung derselben Heuristik schneller findet. Ja, gucken wir uns den Algorithmus jetzt mal in einigen Anwendungen an. Und zwar wollen wir uns mal mit der künstlichen Intelligenz in Computerspielen beschäftigen. Zwar hat man ja häufig die Situation, dass es mehrere Akteure im Spiel gibt und ein Akteur sucht sich einen Weg zu einem Ziel, zum Beispiel einem Gegner oder irgendwie einem bestimmten Artefakt, was auf der Spielfläche irgendwo untergebracht ist. Und er soll den Weg möglichst direkt suchen und nicht planlos in der Gegend herumirren. Wenn ich mir jetzt ein Computerspiel, so ein Strategiespiel angucke, dann ist in der Regel das Spielfeld viel zu groß für eine explizite Speicherung als Graph, ja, wo ich dann vielleicht tausende von Knoten hätte. Das lässt sich nicht realisieren. Das heißt, man muss eine andere Strategie wählen. Ja, für die explizite Speicherung ist ein solches Spielfeld häufig zu groß. Das heißt, ich habe das hier mal vereinfacht dargestellt. Ich habe hier ein 12 Kreuz 12 Gitter sozusagen als
Modell eines Spielfeldes und wir haben die Aufgabe, den Spieler S oder von der Position S einen kürzesten Weg zu dem Ziel zu finden. Auf dem Spielfeld sind häufig irgendwelche Hindernisse untergebracht. Das ist hier einmal mit so grauen Blöcken markiert. Das sind die Felder, die der Spieler oder die nicht betreten werden dürfen. Ja, und in der praktischen Anwendung wird dieser Graph häufig viel zu groß werden, sodass eine explizite Speicherung unmöglich ist. Das heißt, was man da versucht, dass man einen iterativen Ansatz verfolgt, bei dem das zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht die gesamte Spielfläche gespeichert wird, sondern man iterativ sozusagen immer nur die Umgebung untersucht und die möglichen Wege dann identifiziert. Als Schätzfunktion in diesem Graphen eignet sich beispielsweise die Manhattan-Heuristik. Ja, ich weiß nicht, wer schon mal in Manhattan war oder in amerikanischen Städten, die sozusagen auf dem Schachbrettartig geplant sind, mit vertikalen und horizontalen Straßen, ja, und Häuserblöcken dazwischen. Ganz ähnlich ist das hier. Wir betrachten sozusagen die Blockstruktur dieser Grafik und wir zählen einfach nur die Blocks bis zum Ziel. Das heißt, wir wollen von S zum Zielpunkt Z kommen. Und das lässt sich, wenn wir Koordinaten haben, ja, wie hier beispielsweise für den Punkt S, der hat die Koordinate 11, 8. Das Ziel hat die Koordinate 1, 3. Ja, dann können wir mit Hilfe letztendlich des Vergleichs der X- und Y-Koordinate die Manhattan-Distanz bestimmen, indem wir einfach die Anzahl der Blöcke zählen. Ja, in diesem Fall sind das entsprechend 15 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dabei ignorieren wir die Blöcke, die wir nicht besuchen dürfen, denn die machen den realen Weg ja nur länger und nicht kürzer. Ja, und das ist ja eine Herausforderung, eine Anforderung an die Schätzfunktion, dass sie niemals überschätzt, sondern immer nur unterschätzt. Und das ist sicherlich hiermit gewährleistet. Ja, das heißt, wir formulieren den A-Stern-Algorithmus noch ein wenig um. Und zwar, wir verzichten auf eine explizite Speicherung des gesamten Graphen, sondern führen eine dynamische Nachbarschaftsliste, die sozusagen während der Laufzeit erst ermittelt wird. Das heißt, die Knoten, die während der Durchführung des Algorithmus gar nicht besucht werden, werden auch gar nicht betrachtet und müssen auch nicht gespeichert werden. Wir verwenden zwei Speicherstrukturen, eine sogenannte Open List, das ist die Menge der entdeckten Knoten, deren Nachfolger noch ermittelt werden müssen. Ja, das wird auch wieder als Minheap organisiert, sodass wir möglichst schnell auf den Knoten mit dem geringsten Wert der Bewertungsfunktion F zugreifen können. Und als zweites eine Closed List, das sind die Knoten, deren Nachfolger bereits ermittelt worden sind. Und das sind die Knoten, die wir bei dem Dijkstra-Algorithmus als vollständig bearbeitet bzw. completely explored bezeichnet haben. Die Struktur eines Knotens können wir dann wie folgt speichern. Wir speichern den Vorgänger, um den tatsächlichen Weg auch ermitteln zu können. Dann die Koordinatenposition und drei Werte, einmal die Weglänge oder die Kosten vom Start zu diesem Knoten, dann die Schätzung bis zum Ziel, die Heuristik und die Knotenbewertung F als Summe von D plus H. Ja, das ist dann der Algorithmus, der von der Struktur her genau das Gleiche macht wie eben auch. Das erkennt man relativ schnell. Wir initialisieren hier die beiden Listen, Open und Closed. Wir möchten gehen von dem Start zum Ziel. Wir tragen den Startknoten in diese Open List ein, genauso wie vorher auch. Ja, solange diese Open List noch nicht leer ist, holen wir uns den ersten Knoten daraus. Hier kommt es jetzt darauf an, wie wir sozusagen, welche Wegmöglichkeiten wir haben. Ausgehend von der aktuellen Position, ich habe das hier einfach mal mit so einer generischen Funktion Generate Neighbors beschrieben. Das sind die Nachbarn, die von dem aktuellen Knoten Q aus erreicht werden können. Und dann gucken wir uns im Prinzip jeden Nachbarn an. Wenn das bereits das Ziel ist, wissen wir aufgrund des Lemmas von eben, dass wir fertig sind, das Ziel gefunden haben. Und ansonsten schreiben wir einfach den Abstandswert, die Schätzfunktion und den Zielwert oder den F-Wert fort. So, und jetzt müssen wir gucken, wenn wir
An der aktuellen Position x und y des Knotens i, ja, i ist sozusagen einer der Nachbarn, den wir bestimmt haben. Wenn wir da schon einen Knoten haben mit einem kleineren f-Wert, dann können wir den gerade jetzt gefundenen ignorieren. Gleiches, wenn in der Closed List bereits ein Knoten ist an der gleichen Position mit kleinerem f-Wert, auch dann können wir diesen Knoten ignorieren. Wenn das nicht der Fall ist, dann tragen wir diesen Knoten, den wir gerade gefunden haben, in unsere Open List ein und er wird in einem der nächsten Durchläufe bearbeitet. Wenn wir alle Nachbarn von Q bearbeitet haben auf diese Art und Weise, dann ist die Bearbeitung des Knotens Q abgeschlossen und wir können ihn in die Closed List eintragen. Also vom Prinzip her genau der gleiche Algorithmus wie eben, jetzt nur ohne die explizite Speicherung des zugrunde liegenden Graphens. Ja, hier wird zum Zeitpunkt der Ausführung wird dynamisch die Nachbarschaft quasi generiert durch diese Funktion hier. Gucken wir uns das auch an einem Beispiel mal an. Und zwar hier in einem Gitter jetzt 9 kreuz 9, damit das irgendwie schön übersichtlich ist und man das Ganze auch noch erkennen kann. Ich trage jetzt hier gleich ein, einmal die Knoten, die in der Open List sind, die Knoten, die in der Closed List sind, ja, entsprechend mit einer farbigen Markierung grün und gelb. Und ich trage in jedes Feld einmal den D-Wert, den H-Wert und den F-Wert ein. Startpunkt ist unser Knoten S. Und die Funktion zur Generierung der Nachbarschaft müsst natürlich jetzt erkennen, dass beispielsweise in diese Richtung nicht gegangen werden kann, weil dieser Knoten blockiert ist. Und wir sagen jetzt einfach mal, dass das Bewegen horizontal, vertikal und auch diagonal möglich ist. Wie gesagt, diese beiden Knoten sind nicht zu besuchen, weil da ein Hindernis steht. Ansonsten haben wir hier 6 mögliche Nachbarn. Und für diese Nachbarn wird jetzt der D-Wert, der H-Wert und der F-Wert fortgeschrieben. Und wir sagen, dass die Kosten, um beispielsweise horizontal oder vertikal sich zu bewegen, bei 10 liegen. Ja, ähnlich wie das bei unserem Gittergraphen vorher war. Und eine diagonale Bewegung, ja, die ist teurer, die liegt bei 14 in etwa. Das ist der euklidische Abstand zwischen dem Knoten und dem Knoten, hier quasi über den Pythagoras ermittelt. Ja, es würde jetzt der Knoten als nächstes ausgewählt werden, der den geringsten F-Wert besitzt. Das ist dieser Knoten hier. Ja, ich habe hier zusätzlich mit einem Pfeil noch angegeben, sozusagen die Richtung, aus der ich gekommen bin, sozusagen als Verweis auf den Vorgänger- oder Parent-Knoten. Der würde als nächstes bearbeitet werden. Auch der würde die Nachbarschaft ermitteln. Neu hinzukommen würden diese Knoten hier. Und dort würde dieser Knoten als derjenige identifiziert werden, der den geringsten F-Wert besitzt mit 104, ja, berechnet aus dem Abstand zum Startknoten sowie die Manhattan-Distanz bis zum Zielknoten, es sind in diesem Fall 80. Als nächstes würde der Knoten entsprechend seine Nachbarn auswählen, würde dann nach Bearbeitung oder Aufnahme aller Nachbarn in die Closed List übertragen werden. Und als nächster Knoten würde ausgewählt werden, der mit der geringsten Schätzfunktion, mit dem geringsten F-Wert, das ist der Knoten hier oben. Und das Ganze geht so weiter. Man würde zu diesem Knoten hier kommen. Auch der würde seine Nachbarn ermitteln, entsprechend bearbeiten, die Werte setzen. Der Knoten würde als nächstes bearbeitet werden. Dann dieser hier mit dem Wert 92, der Knoten da oben. Ausgehend von diesem Knoten würden wir den Zielknoten identifizieren und wir könnten den Algorithmus beenden. Wir hätten einen Weg gefunden. Ja, anhand der Pfeile kann man angucken, wo der Weg herläuft. Wir wollen uns zum Abschluss noch ein weiteres Problem angucken, und zwar das Puzzle-Problem. Das kennen Sie, Sie haben ein Quadrat mit 9 Spielsteinen, jeweils ein Feld ist frei und Sie können das Quadrat, oder die Aufgabe ist es,
die Zahlen in die richtige Reihenfolge zu bringen, von 1 bis 8. Ja, und Sie können jeweils immer einen Stein bewegen, indem Sie ihn auf die freie Position schieben. Auch dieses Problem, 8-Puzzle-Problem, wollen wir gerne mit dem Stern-Algorithmus lösen. Ja, das ist beispielsweise unser Ausgangszustand. Wir haben ein wild durcheinander gemischtes Puzzle und der Zielzustand, den wir erreichen wollen, ist eine aufsteigend sortierte Zahlenfolge, das heißt die Spielsteine in der richtigen Reihenfolge angeordnet und das leere Feld oben links. Ja, wie gesagt, auch dieses Problem wollen wir mit dem A-Stern-Algorithmus bearbeiten. Und zunächst mal überlegen wir uns, was sind die Zugmöglichkeiten. Wir haben drei unterschiedliche Spielsituationen. Eine Spielsituation ist die folgende, dass das freie Feld in der Mitte ist. Dann gibt es insgesamt 4 Zugmöglichkeiten. Wir können nämlich diesen Spielstein nach unten bewegen, diesen nach rechts, diesen nach links, diesen hier nach oben. Haben damit 4 Züge zur Auswahl. Wenn eine Ecke leer ist, dann haben wir insgesamt 2 Züge. Wir können nämlich den Spielstein nach oben bringen oder den Spielstein nach rechts. Und die dritte Alternative ist, wenn wir das leere Feld an einer Kantenposition haben, dann haben wir 3 Zugmöglichkeiten. In diesem Fall können wir die 5 nach rechts, die 8 nach links oder die 3 nach oben bewegen. Ja, wie aufwendig ist dieses Problem? Ja, wenn wir uns mal überlegen, wie wir von einem Ausgangszustand zu einem Zielzustand kommen, wie viele Möglichkeiten es überhaupt dort gibt. Ja, wenn man sich erstmal überlegt, wenn man alle möglichen Permutationen dieser Puzzlezustände nimmt, ja, dann haben wir insgesamt ungefähr 181.000 erreichbare Zustände. Diese alle durchzuprobieren wäre relativ aufwendig, insbesondere wenn das Puzzle größer wird. Bei dem 15 Puzzle mit einem 4x4 Spielbrett haben wir ungefähr 1,3 Milliarden Zustände. Und wenn wir ein 5x5 Spielbrett haben, kommen wir bereits auf 10 hoch 25 Zustände. Ja, dort alles auszuprobieren ist unmöglich. Das heißt, wir überlegen uns, wie wir dieses Problem mithilfe des A-Stern-Algorithmus lösen können. Und auch hierfür brauchen wir natürlich eine zulässige Schätzfunktion. Dafür gibt es 2 Kandidaten. Der eine Kandidat ist die Anzahl der falsch platzierten Felder. Und der zweite Kandidat wäre die Summe der Distanzen der Felder von der Zielposition. Ja, wenn das beispielsweise hier eine Spielsituation ist, das ist unser Zielzustand, ja, dann wäre H1 die Anzahl der falsch platzierten Felder. Ja, in diesem Fall, die 5 ist nicht an der richtigen Stelle, die 3 ist nicht an der richtigen Stelle, die 8, 2, kein einziger Stein, doch bis auf die 7, die 7 ist an der richtigen Stelle. Das heißt, in diesem Fall wäre der Wert 8. Und die zweite Heuristik ist die Summe der Distanzen der Felder von der Zielposition etwas aufwendiger zu berechnen. Das heißt, wir gucken uns jetzt an, wie viele Felder müssen die Spielsteine bewegt werden, um zu ihrer richtigen Position zu kommen. Das heißt, für die 1 wären das beispielsweise 1, 2, 3 Felder. Für die 2 entsprechend auch 3 Felder von hier nach hier. Für die 3 sind das 2 Felder, für die 4 sind das ebenfalls 2 Felder, für die 5 auch 3 Felder, für die 6 auch 3 Felder, die 7 ist an der richtigen Position, das heißt, da kommt 0 drauf, die 8 ist auch 2 Felder entfernt und das leere Feld ist auch 2 Felder entfernt, das heißt, in Summe sind wir dort bei 20. Dieses Puzzle ist sehr gut untersucht. Insbesondere wurde die Qualität der Heuristik untersucht. Ja, hier in dem Buch, was auch später nochmal als Literatur angegeben ist, Künstliche Intelligenz, im Standardwerk von Russell Norvig, habe ich hier eine Tabelle entnommen, wo die Suchkosten zwischen einer iterativen Tiefensuche sowie dem A-Stern-Algorithmus mit diesen beiden Schätzfunktionen verglichen wurden. Und dort schneidet die zweite Schätzfunktion, also die Anzahl der Abstände der Felder zu ihrer korrekten Position, schneidet deutlich am günstigsten ab.
Ja, gucken wir uns das an dem Beispiel mal an. Ich gebe das jetzt nicht mehr vollständig an, aber zumindest die Anfänge, wenn das meine Startposition hier ist, dann würden sich bei dem leeren Feld in der Mitte ja vier mögliche Nachfolgepositionen ergeben. Ich habe hier jetzt mal beide Heuristiken jeweils aufgeführt. Ja, wenn ich beispielsweise die 3 nach unten bzw. das leere Feld nach oben bringe, dann ergibt sich als H1 bzw. H2 Wert die Werte 8 und 18. Ja, wir haben Abstand 1 bis von unserem Start. Das heißt, als F-Wert, Vergleichswert für die Auswahl des nächsten zu bearbeitenden Knotens, haben wir die 19. Wenn wir das leere Feld nach rechts bringen und die 6 in die Mitte, ja, dann ergeben sich Kosten 21. Wenn wir die 7 nach oben bringen, sozusagen aus einer richtigen Position entfernen, verschlechtert sich dieser F-Wert. Und auch den Wert 19 erhalten wir, wenn wir die 2 in die Mitte bringen. Das heißt, der Algorithmus würde sich jetzt einen der beiden Kandidaten mit 19 auswählen. Ich habe jetzt mal diesen Wert hier genommen, oder diese Position. Ja, als nächstes würde jetzt beispielsweise die 5 nach rechts geschoben werden. Ich habe jetzt nicht den ganzen Baum aufgezeichnet, weil der sehr, sehr umfangreich wird. Nur um das mal anzudeuten, ja, auch hier würde sich im Vergleich sozusagen der günstigste Wert mit dem Beibehalt des F-Wertes von 19 ergeben. Wir haben jetzt den Abstand von dem Start 2, das heißt, wir haben 2 Züge gemacht von dieser Startposition bis hierhin. Noch ein weiterer Schritt, ja, wenn wir die 2 dann entsprechend nach oben schieben, ja, auch hier bleibt der Wert F19 identisch. Wir sind mittlerweile 3 Felder von unserer Startposition entfernt, haben hier schon ein wenig was verändert, haben die sozusagen einmal im Kreis gedreht. Und so würde man das jetzt weiterführen. Man würde immer den Knoten als nächstes auswählen mit dem geringsten F-Wert. Und nach einiger Zeit würde sich dann die Zielsituation, bei der alle Zahlen auf der richtigen Position sind, einstellen. Ja, vielleicht als Literatur zum A-Stern-Algorithmus in dem Buch Künstliche Intelligenz, hatte ich gerade schon erwähnt, von Russell Norvig, Standardwerk zu diesem Thema, wo dieser Algorithmus noch einmal ausführlich beschrieben ist.